Ich weiß auch nicht, was besser ist, ob man auf den Hintern schießt oder auf den Kopf. Weil die haben ja so einen gepanzerten Kopf, ne? Oh, das kommt, glaube ich, gleich hier hoch. Und? Die sind so schlau. Aua! Nichts wie weg. Hallo und willkommen zurück zu Asa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe hier was gefunden. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... Oh, Hilfe! Ich glaube, da ist jemand hinter uns her. Wir verdrücken uns mal fix. Und... Oh, das ist voll schnell. Wieso ist das so schnell? Mann, das ist mega schnell. Oh, ich steck fest. Oh... Oh, das sind zwei. Das werden immer mehr. Oh, no, 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 no. Ich glaube, wir müssen die jetzt erstmal abhängen. Das heißt, wir müssen echt weit laufen, damit die aufhören, uns zu jagen. Oh, meine Ausdauer ist aus. Oh, oh. Okay. Ich glaube nämlich, wir müssen einmal aus der Render Distance raus. Wir gehen mal oben rum, oder? Weil da unten im Wasser ist es noch gefährlicher als... Hier oben. Es kommt, es kommt, es kommt. Und ich habe keine Ausdauer. Das ist nicht gut, aber hier sind Steine. Da kommt es nicht außen rum, glaube ich. Mit etwas Glück. No, 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 no. Lauf, lauf, lauf. Das ist nicht gut. Okay. Sind wir safe? Die sind riesig, die Dinger. Und sie haben Hörner. Was tut es? Ich habe keine Ahnung, was es tut. Wir hauen jetzt ab. So der Plan. Oh, da kommt aber das andere. So, wir rennen jetzt einfach hier zurück nach Hause. Der Nebel. Seht ihr den Nebel aufziehen? Warum haben wir das überhaupt gemacht? Ich weiß es nicht genau. Da kommt ein Drop. Den nehmen wir mit. Komm schon. Ich kann nicht looten. Der war noch nicht offen. Wir nehmen alles mit. Und rennen weiter. Yeah. Das sind die neuen Drops. Die sehen mega cool aus. Es macht natürlich keinen Sinn, solche Eier einzusammeln. Das ist viel zu gefährlich. Nur dafür, dass wir ein bisschen was zu essen dann haben. Aber wir wollten ja auch mal so ein bisschen die Wegfindung testen. Die soll sich nämlich massiv verbessert haben. Und ich denke, wir haben es auch schon so ein bisschen gesehen. Die sind jetzt nicht einfach schnurstracks auf mich zugelaufen, sondern die haben versucht, einen Weg zu finden, um da oben auf den Felsen zu kommen, wo ich gestanden bin. Ne? Und das ist neu. Bis jetzt sah das ja so aus, dass... Oh, wir müssen was trinken. Dass die Tiere einfach schnurstracks auf einen zugelaufen sind. Egal, was da war oder auch nicht war. Ich habe eine Idee. Wir schwimmen einfach durchs Wasser und lassen die Haifische den Rest erledigen. Was tut es? Das ist immer noch böse, glaube ich. Okay, also die Wegfindung ist ziemlich schlecht. Aber besser als das, was wir vorher hatten, ne? Also ich schaffe es nicht, dieses Trike vollständig abzuschütteln. Das müssen wir jetzt nochmal versuchen. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Ist da irgendwas hinter uns her? Möglicherweise. Das ist immer noch hinter mir. Also, die Wegfindung ist auf jeden Fall spannend. Das heißt, die Tiere versuchen halt jetzt einen Weg zu finden. Das heißt aber immer noch nicht, dass sie den wirklich finden. Wenn hier so viele Bäume und Steine sind, dann gibt es manchmal auch kaum eine Möglichkeit, da irgendwie durchzukommen. Das ist friedlich. Okay. Puh. Das ist ja nicht ohne hier, ne? So, essen wir mal so ein bisschen Fisch. Und das kommt aus dem Drop, ne? Ich habe mich gerade gewundert, woher das kommt. Ich habe nämlich keinen Fisch gegrillt. Und dann gehen wir wieder zurück. Da sind wir irgendwann mal gestorben. Das können wir mit R dann wieder ausblenden.
Wenn man irgendwann mal irgendwo gestorben ist, das wird scheinbar ewig angezeigt, wie es aussieht. Da habe ich noch gar nicht rausgefunden, wie man das eigentlich löschen kann. Das finden wir noch raus. So, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Es gibt noch ziemlich viel zu testen. Es gibt ja ganz viele Jungtiere hier. Ich glaube, wir haben da auch gerade schon wieder so ein Baby-Parasaurus gesehen. Und wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, so ein Baby zu zähmen. Das wollte ich unbedingt mal machen. Und ich habe da wieder so ein bisschen geforscht. Das scheint schon so zu funktionieren, dass man die Elterntiere irgendwie töten muss, um so ein Jungtier zu zähmen. Aber das hat bis jetzt bei uns noch nicht funktioniert, ne? Deswegen ist das ein bisschen komisch alles. Das ist ein normales Dodo. Das ist auch ein normales Dodo. Oh, der Strike kommt. Wir müssen erst das Strike loswerden. Also ich glaube, dass wir das jetzt einfach entweder betäuben oder... Ne, wir könnten gleich versuchen, das zu betäuben, ne, wenn wir eh schon dabei sind. Machen wir das, oder? Das kommt hier garantiert hoch. Nee. Sind jetzt beide hier? Wieso sind denn jetzt beide hier? Das ist hochgekommen. Die sind, glaube ich, jetzt beide hier. Das ist nicht gut. Kommen wir hier hoch? Jawohl. Das schaffen die niemals, oder? Mal schauen. Mal schauen, wie gut die Wegfindung ist. Wir könnten jetzt versuchen, eins zu zähmen, indem wir einfach Steine da drauf werfen. Ja. Okay, so gut ist die Wegfindung dann doch nicht. Das sind 50er, ne? Und das da? Das sind 10er. Wir nehmen das 50er. Auch wenn das 10er schön bunt ist. Ich weiß nicht, ob die Steine ausreichen. Dann gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, was besser ist. Ob man auf den Hintern schießt oder auf den Kopf. Weil die haben ja so einen gepanzerten Kopf, ne? Oh, das kommt, glaube ich, gleich hier hoch. Und? Die sind so schlau. Aua! Nichts wie weg. Okay. Also es hat sich definitiv was getan in der Wegfindung. Die Tiere sind jetzt nicht mehr so doof wie früher. Oh oh. Okay, also das könnte ein bisschen schwierig werden, das zu zähmen. Wir brauchen ein bisschen mehr Stein, ne? Ich will die Steine gar nicht abbauen, weil die sind das, was uns hier das Leben rettet. Sonst könnten die hier überall durchwandern, die Trikes. Okay, da ist eins im Wasser. Was tun wir? Wo gehen wir hin? Wir müssen wieder irgendwo hochklettern. Was da? Parasaurus. Wir klettern hier rauf. Jawohl, das geht auch. Oh, da kommt schon eins. Die sind zu schlau. Ich hab doch gerade getrunken vor... Keine Ahnung, das ist ein paar Sekunden her. Das kann doch gar nicht sein. Da stimmt doch was nicht. Ist immer noch hinter uns. Wir trinken ein bisschen Haifischwasser. Was soll denn das mit dem ewigen Trinken? Ist doch nicht normal. So. Ja. Also wir müssen irgendwas machen. Wir müssen die entweder töten oder zähmen. Wir müssen die auf jeden Fall loswerden. Wir klettern mal hier hoch. Dann versuchen wir dieses 50er vielleicht nochmal zu finden. Das ist das 50er, ne? Gucken, was es jetzt macht. Nee, das ist das Blaue. Ich glaube, das hier ist das 50er. Oh no! Nicht gut! Ich steck fest! Okay. Alles nur für ein Ei. Oh je. Das war ja ein Reinfall. Okay, also keine Eier klauen. Die Dinosaurier sind schlauer geworden. So, jetzt habe ich keine Ahnung, was das hier soll. Wir können irgendwie auch zoomen. Achso, das ist der untere Kartenrand. Wir können da nicht näher ran. Wieso können wir das anwählen? Was ist das? Ich will einfach im Bett respawnen. Ach, wir können das, glaube ich, auch... Können wir die entfernen, die Pings? Möglicherweise. Wir respawnen mal. Jetzt lass uns die Trikes auf jeden Fall in Ruhe. Wir haben es geschafft, sie loszuwerden. Aber nicht auf die richtige Art und Weise. Mann, schaut euch das an, wie es hier aussieht. Überall Tote.
So, wir holen erstmal unser ganzes Zeug. Da müssen wir ja nicht weit laufen, ne? Das hat mich ausgetrickst, das Strike. So. Jetzt haben wir auch immer noch das Problem mit dem Looten von Charakteren. Das funktioniert ja immer noch nicht. Wir müssen den erst wieder zerlegen. Wir brauchen ein bisschen Holz. Ein Holz. Und ich glaube einen Stein, ne? Suchen wir mal einen Stein. Ne, irgendwas fehlt noch. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Dann looten wir unsere Sachen hoffentlich. So der Plan. Und dann versuchen wir wieder ein paar neue Dinge. Es gibt ziemlich viel zu testen. Also die Wegfindung ist schon ziemlich crazy geworden. Also teilweise stehen die dann scheinbar unter einem und wissen nicht so ganz, wie man hochkommt, ne? Aber das ist dann auch nur so ein kurzer Moment. Und dann finden die den Weg. Was war das denn? Wieso? Ach so. Das Ei ist in der Tasche und ich habe die Tasche hochgehoben. Okay. Das ist super ärgerlich. Okay, wir dürfen die Sachen nicht aufheben. Oh Mann. Können wir jetzt eigentlich so einen Spawn irgendwie auswählen? Ja, respawn random location. Ich will jetzt nicht am Ende der Welt wieder spawnen, bitte. Ich kann... Was bedeutet das denn, dass ich das auswählen kann? Wenn ich das jetzt hier auswähle, kann ich das dann... Show hide. Ja, also das hier ist einfach nur die Karte. Da kann man so Sachen anzeigen, ausblenden und einblenden. Dann haben wir die Regionen und hier können wir dann auswählen, wo wir spawnen wollen. Das heißt, wir wollen wieder hier spawnen. Das machen wir jetzt. Das Bett hat noch einen Timer. Oh Mann, die Trikes sind echt brutal. Wo sind wir? Oh nee. Wir sind ein ganzes Stück weit weg. Wir müssen jetzt hier durchschwimmen und hoffen, dass es keine Piranhas gibt. Das ist kein guter Plan. Oder? Ach, wir sind hier. Jetzt verstehe ich das. Okay. Ah, wir sind richtig. Perfekt. Ich dachte, wir wären ganz woanders gespawnt. Moment. Okay, dann sind wir gleich wieder da. Und dann dürfen wir jetzt unsere Sachen nur ohne Ei aufheben. Oh, Baby-Trikes. Wo kommt ihr denn her? So. Jetzt muss ich wieder mein Zeug looten. Aber ohne das Ei. Das Ei ist böse. Baby-Trikes. Das heißt, hier sind jetzt noch mehr Trikes gespawnt? Als wären das nicht genug gewesen. Ihr seht, die Elterntiere, die haben so ein Herz, irgendwie so ein graues, mit so einem Dino-Kopf. Das sind die Elterntiere von den entsprechenden Jungtieren, die hier rumlaufen. Und die Jungtiere haben alle so einen Schnuller. Hier sind, glaube ich, 3 Baby-Trikes oder so. Hammer. Oh, hier sind ein paar Palmen respawned, oder? Sieht richtig schön wieder hier aus. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir unser Zeug jetzt zurückbekommen. Das war ja bis jetzt ein ganz schöner Reinfall heute. Aber selber schuld, wenn man die Trikes gegen sich aufbringt. Die sind eigentlich ganz friedlich, wenn man ihre Eier nicht klaut. Ich habe eine Idee. Wir könnten versuchen, das Ei zu essen. Aber ich habe gar keinen Hunger. Wir lassen es jetzt einfach in der Tasche. Okay, mit R können wir die alten Marker ausblenden. So. Und dann versuchen wir jetzt mal dieses Dodo zu zähmen, was wir gefunden haben. Das wäre so der erste Versuch, dass wir mal rausfinden, wie das jetzt funktioniert mit den Jungtieren. Da haben wir ja schon so ein bisschen rumprobiert und das hat das letzte Mal nicht funktioniert. Da will ich jetzt endlich mal wissen, wie das funktioniert. Wir ziehen erstmal wieder Rüstung an. Und legen uns dann nicht mehr mit Trikes an. Das war jetzt erstmal genug. Ich habe gelernt, dass die gefährlich sind. Ist gut. So. Das lassen wir alles hier. Aber wir haben echt viele Ressourcen gesammelt. Unser Kühlschrank. Nimm mal die ganzen Beeren. Das kannst du auch mal nehmen. Das schlechte Fleisch. Bam. Okay. Wir haben was zu essen dabei. Oh, ich bin immer noch überladen. Was ist denn los? Ich habe doch gar nichts außer ein bisschen Fleisch. So, jetzt fängt es schon wieder an zu gewittern. Diesmal ohne Wolken. Also das ist halt
die Frage, ob man wirklich ohne Wolken spielen möchte. Das ist ein bisschen komisch, ne? Es regnet ohne Wolken. Aber dafür ist das Wetter immer gefühlt deutlich besser. Man hat ja sonst ständig die Wolken oben drüber. Und dann ist immer, es ist halt einfach viel dunkler dann. Also es ist eigentlich sehr schön, ohne Wolken zu spielen. Es verbessert die FPS erheblich. Aber es kostet natürlich schon so ein bisschen Atmosphäre, ne? Das Dimorphodon. So, wir sind jetzt hier bei dem Dodo unterwegs. Irgendwo müsste hier mindestens ein Baby-Dodo unterwegs sein. Da ist der Große. Wir schauen mal, dass wir das Baby finden, bevor wir irgendwas machen. Nicht, dass ich das Baby dann nicht finde. Da vorne ist noch ein Dodo. Das ist hier der Papa-Dodo. Wo ist Baby-Dodo? Das ist ein normaler Dodo. Ist auch ein ganz einfacher ohne Babys. Da ist noch ein Dodo. Das ist auch ein Dodo ohne Baby. Hat der sein Baby verloren? Wo ist das? Wir stellen es mal oben auf den Felsen, oder? Ah, hier ist es. Ich hab's gefunden. Okay. Jetzt wissen wir, wo das Baby ist. Und jetzt machen wir mal was Fieses. Wir rollen nämlich das Elterntier weg. So soll das, glaube ich, funktionieren. Das wird jetzt gegrillt. Und wir gehen zu dem Baby hin. Aber, Moment, was ging da? Irgendwas konnte ich gerade machen. Oh, Imprint, habt ihr es gesehen? Jawohl. Okay. Baby Chick. Mega, das funktioniert. Das ganze Problem, was wir haben, ist immer die Hitbox. Die Hitboxen sind so problematisch. Boah, wächst das schnell aus. Was ist denn da los? Man sieht es ja richtig wachsen. Okay, das hat bestimmt viel Hunger. Die Hitboxen zu finden ist extrem schwierig. So, jetzt hast du was zu essen. Ich kann das Tier nicht tragen. Behavior, Tracking, Options, Harvest. Nee, also ich kann das Tier nicht tragen. Komm mal mit, du. Okay, deswegen habe ich es beim ersten Mal nicht hinbekommen, weil es extrem schwierig ist, die Hitboxen zu finden. Und das gleiche Problem haben wir halt auch beim Looten unserer Leiche und die ganze Zeit allgemein. Die Hitboxen sind irgendwie ein bisschen verbuggt aktuell. Die sind wirklich, ja, das ist so ein Quadratmillimeter quasi, auf den man dann zielen muss, damit man da ins Inventar rankommt. Nice. Das heißt, wir müssen die Tiere nicht so aufwendig zähmen, sondern wir können einfach die Jungtiere uns schnappen. Das ist viel einfacher. Das kostet nicht so viel Narcotics und so viel Zeit. Das ist ja eine ziemlich coole Lösung. 65er Trike. Und dann bringen wir die einfach nach Hause und lassen die da gemütlich auswachsen. Ne? Wir haben ja alle Zeit der Welt. Und Bären zum Verfüttern haben wir auch. Also alles gut. Und dann können wir das jetzt mit den Parasauriern quasi genauso machen. Wir haben ja auch einen Parasaurus bei uns. Ein Baby-Parasaurus. Das ist halt schon eine ziemlich fiese Methode, ehrlich gesagt. Die Eltern einfach wegmachen. Und dann das Baby zähmen. Aber gut. Es ist ziemlich einfach, ne? Da ist wieder ein Baby-Trike. Es gibt echt viele Babys. Ich frage mich, ob es dann auch so T-Rex-Babys und sowas gibt. Oder jetzt nur so Parasaurier und sowas. Und Trikes, die Anfängertiere quasi. Mal schauen. So. Komm mal hierher. Baby-Chick. Da ist der große Parasaurus. Und das Baby ist gerade weggerannt, ne? Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. So. Bleib mal da sitzen. Du bist schon ausgewachsen. Okay. Das Tier ist schon ausgewachsen.
hat ein bisschen Hunger, kriegt ein paar Beeren von uns. Genau, das hat ziemlich viel Hunger. Bei dir ist okay. Du hast ja die ganzen Beeren, ne? Gib einfach mal die ganzen gelben her. Kannst du haben, hast du was zu essen? So. Aber nicht die Dinger essen, ne? Du bist der Kühlschrank. Genau, pass mal aufs Fleisch noch mit auf. Perfekt. So, das ist ein Parasaurus ohne Baby. Wir brauchen den mit Baby. Das ist, glaube ich, dann der hier. Ach, das Baby ist, glaube ich, zu dem Elterntier gerannt, oder? Genau, die bleiben immer zusammen. 115. Und die Babys haben scheinbar immer das gleiche Level wie die Elterntiere. Das heißt, es ist nicht so einfach, so ein High-Level zu bekommen. Die sind natürlich dann auch schwieriger zu töten, die Elterntiere von den High-Levels. Wir machen das jetzt aber, ne? Wir schnappen uns jetzt den 100 noch was Parasaurus. Ah, wir haben jetzt sogar einen Haken. Jetzt wissen wir, was wir bowlern können und was nicht. Das ist so ein Häkchen. Das heißt, wir können... Ja, das Strike können wir nicht bowlern, aber die schon. Das ist alles viel einfacher geworden. Oh, jetzt muss ich es nur treffen. Treffer. Okay. Das Jungtier macht nichts. Das steht da einfach. Und wir legen jetzt los, ganz gemütlich. Oh, oh. Boah, es hat funktioniert. Das Jungtier rennt weg. Hinterher. Erwischt. Yes. Bist du ein Männchen oder ein Weibchen? You have tamed a Parasaur. Level 172. Oh, das ist aber ziemlich easy, oder? Das ist echt eine einfache 10-Methode. Okay. Das ist ein Männchen. Männlicher Parasaurus. Wie nennen wir den? Options. Und wo ist Change Name? Bam. Du heißt, wie heißt du denn? Parzival. So. Wir haben einen Parasaurus gezähmt. Was ist jetzt los? Jetzt habe ich hier den Mauszeiger drin. So. Ganz minimal buggy vielleicht. Kriege ich den auch wieder weg? Glaub nicht. So, da sind wir wieder. Parzival hat so einen Entenschnabel. Sehr cool. Den nehmen wir mit nach Hause. Der braucht aber was zu essen, ne? Gleiches Problem wie immer. Ab nach Hause. Ich musste kurz das einfach speichern und neu laden. Dann ging das wieder. Also das ist wieder ein neuer Bug. Den kenne ich auch noch nicht. Dass der Mauszeiger dann einfach bleibt und man nicht mehr sich nicht mehr gescheit bewegen kann. So, du hast was zu essen. Du wartest hier. Perfekt. Das geht doch alles ziemlich zügig. Jetzt schauen wir nochmal, was hier für Trikes unterwegs sind. Und dann legen wir uns wahrscheinlich einfach nochmal mit dem Trike an, oder? Ich weiß, das ist nicht klug. Und ich habe gesagt, wir machen das nicht nochmal. Aber das ist ja auch schon wieder ein bisschen her, ne? Das ist ein Level 10er. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber es sind zwei Babys. Ein 12er und ein 10er. Okay. Also die können scheinbar auch ein anderes Level als die Elterntiere haben. Okay. Wir essen mal was. Essen wir erstmal das normale Fleisch. Dann noch was trinken. So. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es richtig. Jetzt gucken wir nochmal da oben, ob da noch so ein Trike unterwegs ist. Ich dachte, wir hätten mehr Baby-Trikes gesehen. Vielleicht sehen wir noch ein besseres irgendwo. Oh nee, hier ist jetzt nichts. Wir gehen nochmal vor an den Strand. Hier ist richtig viel los bei uns, ne? Mega Action. Oh nein, tu's nicht. Da liegt schon wieder ein Trike-Ei. Ich habe keine besseren Trikes gefunden. Also wir können nur die Low-Levels zähmen. Ich weiß nicht so recht, ob wir das wollen. Die Elterntiere, die haben natürlich auch Keratin und so für uns. Also ganz doof ist es nicht, die zu zerlegen. Viel Fleisch, viel Leder. Zum Zähmen hätten wir noch so ein 65er. Hier ist das 50er unterwegs. Können wir uns auch wieder so eine Lupe bauen? Das wäre eigentlich auch ganz cool, ne? Es gibt doch diese coolen Spyglass-Lupendinger, wie auch immer die genau heißen. Na, da brauchen wir bestimmt erstmal Kristall für, ne?
Die können wir, glaube ich, noch nicht. Petschi-Sattel, Ichti, Schildkröte, Parasaurus. Den brauchen wir. Ja, die können wir, glaube ich, noch nicht herstellen. Stellen wir uns mal so einen Parasaurus-Sattel her. Und vielleicht so ein bisschen Lederausrüstung, dass ich länger durchhalte das nächste Mal. Wenigstens mal die Hose. Go, go. Und Ausdauer war so ein bisschen ein Problem heute, ne? Vielleicht sollten wir auch ein bisschen weiter in Ausdauer reingehen. Wäre vielleicht nicht komplett verkehrt. So, Hose anziehen. Bist du schon ausgewachsen? Batzi war es schon ausgewachsen. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich nicht weiß, warum die so komisch eingestellt sind. Also die Tiere wachsen viel zu schnell aus. Das ist mal Punkt 1. Wir machen auch ziemlich viel Melee-Damage im Vergleich zu dem alten Ark. Also das sind ein paar Settings, ganz ulkig. Yeah. Super cool. Wir haben einen Parasaurus. Mit dem können wir jetzt aufbrechen und Ressourcen sammeln. Der kann nämlich viel mehr tragen als ich. Das ist mega gut. Der kann auch wieder Fleisch aufs Fleisch aufpassen, dass es nicht schlecht wird. Das ist auch gut. Gibt das. Ah ja. Gib mal alle das schlechte Fleisch her. Du hast noch was. Und du hast noch was. Dann können wir direkt nochmal so ein bisschen Narkotik herstellen. Narcoberries. Wir bräuchten mal so eine Farm, ne? Zum Narcoberries farmen. Bam. Ah ja, wir haben keine Narcoberries mehr. Da geht dann natürlich auch nichts. Dann brauchen wir jetzt dringend einen Trike für. Was ist das? Sind die beiden kleinen. Okay. Wir könnten natürlich mit den beiden mal anfangen, ne? Dann hätten wir schon mal welche. Ganz doof wäre das nicht. Ich glaube, wir machen das auch, weil uns das einfach weiterbringt, wenn wir einen Trike haben. Ich weiß jetzt nicht, was einfacher ist, das Tier zu töten oder ein ganz normales Trike einfach schlafen zu legen. Dafür bräuchten wir aber wahrscheinlich dann schon Narkotik, ne? Wir fangen jetzt einfach mal an. Das ist keine gute Idee. Leg sie weg. Erstmal hier hoch. Und die Felsen sind so fies geworden. Da bleibt man immer hängen und so. Gut, jetzt kommt er hoch. Das Trike bleibt da nicht hängen. Nur ich. So, wir gehen mal hier rum. In der Hoffnung, dass wir... Ich habe auch irgendwie schon wieder Hunger. Treffer? Glaube ich. Oder auch nicht. Das kommt ja gleich hoch, glaube ich. Ja, da ist es. Jetzt hier weg. Also es ist auf jeden Fall viel spannender geworden, Tiere zu ärgern. Das war ja früher um ein Vielfaches sicherer. Was ist jetzt? Aber die Wegfindung ist natürlich trotzdem noch ziemlich komisch. Hat sich jetzt... Ah, das hängt irgendwie fest, ne? Jetzt kommt's. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo die Jungtiere sind. Doch, ich habe eins gesehen. Ist das... Das ging aber leicht. Wir machen so viel Schaden. Ich verstehe das gar nicht. Bam! Nummer 1. Jetzt müssen wir noch das andere Baby-Trike wiederfinden. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie noch ein Trike hinter uns her ist. Oder? Mit der Kampfmusik. Jetzt haben wir auch Keratin, ne? So. Und ich weiß jetzt auch, woher wir das Prime Meat hatten. Wir hatten das Prime Meat von dem Baby-Dino, ne? Wir haben, glaube ich, ein Baby-Dodo getötet. Und das hat uns Prime Meat gegeben. Das wird's gewesen sein. Danke für eure hilfreichen Kommentare auch immer mal wieder. Das sind so Sachen, das muss man halt dann auch erstmal rausfinden. So, bleib mal da sitzen, du. Okay, wir haben jetzt einen Trike. Das ist mega. Und das andere Trike würde ich jetzt auch noch nehmen, wenn ich das finde. Mal gucken. Ich verstehe nicht, was mit dem Essen los ist. Wie kann man denn essen, bitte? Dann gehe ich jetzt hier noch was saufen. Irgendwo muss noch das kleinere Trike sein, ne? Da war ja noch ein kleineres Baby dabei.
Wir geben dem jetzt erstmal so ein paar Beeren. Ich habe Angst, dass das hier verhungert. Weil das alles irgendwie so schnell läuft, ne? Es geht so ultra schnell. So, du hast was zu essen? Wo ist dein Geschwistertierchen? Das muss hier noch irgendwo oben unterwegs sein. Das ist doch mit hier hochgelaufen dann, ne? Dann müsste das auch irgendwo noch unterwegs sein hier. Vielleicht hängt es noch irgendwo fest. Da ist ein Dodo irgendwo. Ja, also ich habe keine Ahnung, wo das zweite kleine Trike hin ist. Da wäre es dann schon günstig, zu mehreren zu sein, ne? Dass einer auf die Jungtiere aufpassen kann, während der andere sich mit den Elterntieren rumschlägt. Das ist nicht so einfach. Bei den gefährlicheren Elterntieren ist es echt nicht easy, die Jungtiere dann im Auge zu behalten. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo das hingelaufen ist. Das ist irgendwie abgedampft. Aber ich denke mal, wir haben jetzt eins, das reicht uns. Das andere war auch nur Level 12 oder so. Das wird hier noch irgendwo sein. Was war denn das da auf dem Felsen gerade? Habt ihr es gesehen? Ein Oviraptor, glaube ich, ne? Da läuft irgendwas. Ja, ein Oviraptor. Okay. Das ist so cool, wie die Büsche sich dann bewegen, wenn der da durchläuft. Super cool. Na gut, der ist komplett grün, also der ist mega gut getarnt. Das Trike ist so klein, das finde ich sowieso nicht, egal was das für eine Farbe hat. Ich habe jetzt in den letzten paar Sekunden schon wieder mein halbes Food aufgebraucht. Da ist das Ei drin, ne? Das fassen wir nicht an. Und wir könnten unsere Tiere natürlich auch imprinten. Das Problem ist halt, das dauert noch 15 Minuten zum Imprinten und wir sind bei 96,4%. Das heißt, unser Trike ist gleich ausgewachsen. Und dementsprechend können wir das mit dem Imprinten dann eigentlich auch erstmal knicken. Die sehen richtig cool aus, die Trikes, ne? Jetzt haben wir ein ausgewachsenes Trike. Es ist halt ein Low-Level, aber trotzdem mega cool. Bam! Ausgewachsen. Ein Männchen. Wir haben jetzt hauptsächlich Männchen, ne? Parzival, Peter, Pete und Baby Chick ist ein Männchen. Wer hätte es gedacht? Und du bist Spike. So. Okay. Jetzt, oh, das ist scheinbar ein dauerhaftes Problem. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Ich habe wieder den Mauszeiger hier vor der Nase. Okay. Das ist momentan wohl ein Bug, der öfter auftritt. Was sehe ich denn da? Ich sehe einen Trike. Aber es ist nicht so einfach mit dem Bam. Okay. Bist du ein Männchen oder ein Weibchen? Können wir uns hinlegen vielleicht? Jawohl, perfekt. Du bist auch ein Männchen. Gibt es eigentlich nur noch Männchen oder wie? Das ist ja langweilig. Hinlegen und dann geben wir dir gleich einen Namen, damit wir den Bug nicht gleich wieder haben. Also, es gibt wohl mit jeder Version wieder neue Bugs. Es ist arg typisch. Bleibt es spannend mit jedem Update. Du wirst unser neuer Horndog. Accept. Jawohl, dann muss ich das Spiel wohl erstmal wieder neu starten. Damit ich den Mauszeiger wieder wegkrieg. Eieiei. Ja, das hatten wir ja letztes Mal noch nicht. Ich glaube, den Petri haben wir auch erst im Nachhinein benannt, oder? Oder eins der Dodos? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben das auf jeden Fall genutzt und es hat funktioniert, ne? Das ist also ein neuer Bug. Dann haben wir es ja doch noch gefunden. Keine Ahnung, wo das sich rumgetrieben hat. Ich habe alles abgesucht. Ich habe echt lange nach dem gesucht. Und dann läuft es einfach bei uns vor der Tür vorbei. Das war ja ganz praktisch. Und die Jungtiere, die können scheinbar auch alleine überleben, ne? Also die kann man dann auch ein bisschen später noch finden, wenn man Glück hat. Und die sehen so blau aus. Aber ich glaube, das ist jetzt nur die Abenddämmerung irgendwie. Und wir haben wieder diese grünen Nordlichter. Das sieht schon mega aus. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir es langsam gut sein für heute. Wir sind schon wieder ewig unterwegs. Wir haben zwei Trikes gezähmt und einen Parasaurus und einen Dodo. Also das ging jetzt echt mega schnell. Das erleichtert das Spiel auf jeden Fall enorm, dass man diese Jungtiere so leicht zähmen kann.
Und das mit dem Aufwachsen, das ist halt, ich vermute mal, noch ein Bug, dass die Anstrengungen da nicht passend gesetzt sind. Das könnten wir aber auch ändern. Also wir können ja jederzeit die Aufzuchteinstellung anpassen, dass die Tiere nicht ganz so schnell auswachsen. Aber es ist ja auch ganz praktisch momentan. Es gibt den einen oder anderen Bug, der uns das Leben schwer macht, aber es gibt auch so ein paar, die das Leben erleichtern. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine ziemlich schlagkräftige Truppe zusammen, auch zum Ressourcensammeln und so weiter. Also jetzt können wir dann langsam wirklich mal loslegen und auch so ein bisschen auf Erkundung gehen. Wir brauchen nämlich dringend Kristall, Metall und andere wichtige Ressourcen. Für heute müssen wir damit aber erstmal Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ihr fandet es genauso spannend wie ich. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ark Survival Ascended. Yeah, das Licht. Wunderschöne Lichtspiele hier. Stimmt's, Horndog? Macht's gut und bis dann.